Willkommen, Freunde, zu einer neuen, sehr, sehr coolen Folge zu GTA 5. Ich hoffe, es wird eine coole Folge. Nein, es wird auf jeden Fall eine coole Folge. Heute mal keine Fahrzeugvorstellungsfolge, denn ich zeige euch etwas anderes. Und zwar, ja, ein Fluggefährt, ein Flugzeug. Und zwar einen Tarnkappenbomber, den Nostrop B2. Das ist ein strategischer Langstreckenbomber der United States Air Force. Und das Modell sieht wirklich sehr geil aus und ist auch sehr groß und sehr detailliert. Und ich glaube, ich drehe mich dann einfach mal um und seid bitte nicht überrascht. Denn dieser dieser Tarnkappenbomber ist wirklich sehr groß und mega einfach. Da steht er. Sehr cool, oder? Sehr, sehr cool. Freue ich mich gerade irgendwie, dass es so funktioniert hat. Basiert natürlich wieder auf irgendeinem Flugzeug, ist aber eigentlich ein Add-on quasi von einem Modder natürlich hergestellt. Und ja, ich habe bei Wikipedia mal ein bisschen was zu durchgelesen, bevor ich den jetzt zeige. Ich kann ja schon mal so ein bisschen da drumherum gehen. Ja, betrieben. Sein herausragendes Merkmal ist die tarnkappenoptimierte Konstruktion, wodurch er natürlich wesentlich schwieriger zu entdecken ist und zu bekämpfen als konventionelle strategische Bomber, die als nur Flügler ausgelegte B2 gilt als das bei weitem teuerste Kampfflugzeug der Welt. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, habe ich jetzt noch nicht gefunden. Falls es einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ursprünglich war das Flugzeug als Kernwaffenträger konzipiert, der im Konfliktfall die sowjetische Luftabwehr umgehen sollte, um dann tief im Hinterland feindliche Ziele mit einer großen Zahl an Nuklearwaffen zu bekämpfen. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden allerdings zahlreiche Modifikationen vorgenommen, um auch eine breite Palette konventioneller und präzisionsgeleckter Luft-Boden-Waffen einsetzen zu können. Geleckter. Ja, also ein recht ernstes Thema eigentlich. Jetzt überlegt man, wenn man sich mal überlegt, dass dann hier wirklich, solche Kernwaffen quasi unten drunter montiert worden sind, schon sehr krass. Übrigens, der Erstflug war am 17. Juli 1989. Ich bin am 5. Juli 1989 geboren worden. Also, Zufall. Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall, das ist die B2. Und ich sage, wir steigen mal ein. Machen wir mal, oder? Auf jeden Fall. So. Sieht gut aus, ne? Sieht wirklich sehr interessant aus. Ja, aber wir wollen natürlich auch mal ins Cockpit gucken, oder? Oder mal nach hinten. Kann man auch machen. Wir sind übrigens gerade hier in der Wüste. Ja gut, das hat man wahrscheinlich schon gesehen. Achso, ich bin gar nicht eingestiegen. Hä? Hallo? Na, ich glaube, wir haben gerade ein ganz kleines Problem. Da will ich einsteigen. Aber ist egal. Ist egal, Leute. Ich habe natürlich noch einen Ass im Ärmel. Und zwar holen wir uns das einfach. So mache ich das nämlich immer. Vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen. Spirit. Ja. Das ist natürlich geil, wenn der mir das hier nicht speichert. Und zwar, ganz kurz. Sollte der... Hey, der sollte die eigentlich... Das gibt's doch gar nicht. Eigentlich sollte der jetzt das alte Modell gelöscht haben. Oh Leute, das ist jetzt aber echt ein bisschen blöd. Was habt ihr euch denn da... Naja, weil einmal raus, dann funktioniert es nicht mehr mit dem Einsteigen. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Ich mach das mal... Ich geh mal kurz ein bisschen hier weg. Wir müssen uns das nochmal neu spawnen lassen. Das will gerade irgendwie nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber na gut, okay. Dann hole ich mir jetzt hier nochmal ein neues Auto. Vehicle. Was hole ich mir denn? Ich könnte mir nochmal den... Okay, das ist jetzt richtig eingestellt. Okay, okay. Okay. Ja, super. Ja, das ist übrigens der i8, der BMW, den ich ja gestern gezeigt habe. Mal gucken, ob das jetzt despawnt gleich. Dann fahren wir ein bisschen gerade durch die Gegend. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Tarnkappenbomber. Kacke, Mann, immer bei mir. Muss das denn sein, ey? Das kann doch ja... Tja. Also manchmal sind die Mods ja ein bisschen seltsam, aber gut, es sind halt Mods und der Trainer ist halt auch nicht immer perfekt. Das kann auch gar nicht sein, ey. Was ist denn hier los? Okay, dann... Dann werden wir jetzt was anderes machen und zwar... ja,
Zack. Haben wir denn hier? Ja. Nee. Ja, das ist gut, das ist gut. Geht jetzt nicht kaputt, oder was? Das ist jetzt ein bisschen... Okay, dann machen wir Plan B. Boah, das ist ja... Was ist heute los? Okay, ich habe Plan B. Dann starten wir einfach auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist heute nicht mein Tag, Leute. Aber schön, oder? Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Ich bin eben auch mal fast gestartet. Aber mehr will ich dazu nicht verraten. Wir machen das jetzt ganz neu. Ist nämlich gar nicht so einfach, mit dem hier zu starten, weil er halt sehr groß ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Alter, was war das denn? Ich bin einfach ein Pro in GTA. Ich muss es auch mal zugeben. Ich bin schon Pro, ja? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. So. Hört man gerade den Hubschrauber, der hier über das Haus fliegt? Bestimmt irgendwie FBI oder so, weil ich hier wieder geheime Tarnkappenbombe der Regierung zeige. Naja, gut. Okay. So, jetzt aber. So, Spirit. Also, das ist irgendwie der Spitzname Spirit hier. Also, B2 Spirit. Also Nostrop B2 oder B2 Spirit. So, da ist er jetzt. So, jetzt können wir aber endlich mal reingucken. So, das ist das Cockpit. Sehr cool auf jeden Fall. Ein sehr detailliertes Cockpit. Heieieiei. Ist das jetzt neu gemacht? Ich weiß gar nicht. Ist das von irgendeinem Flugzeug adaptiert worden aus GTA? Also ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ich würde jetzt mal sagen, das ist wirklich komplett neu. Hier, der Beifahrersitz, beziehungsweise der Co-Pilotensitz. Und hier gibt es so viele Knöpfe und so viele Anzeigen. Leute, ey, da werde ich... Das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Aber gut, das brauchen wir alles gar nicht. Tja, check, 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 alles check. Okay, dann können wir jetzt gleich starten. Sollen wir aus der Sicht starten? Ne, wir landen vielleicht aus der Sicht hier, aber wir gehen jetzt mal wieder in diese. So, ich nehme mal meinen Controller zur Hand und guck mal, wir müssen aufpassen auf den Stein da hinten. Aber das kann ja nicht so schwer sein, oder? Das kann nicht so schwer sein. Okay, okay, 60, 70, 80, 90. Wow, wow, wir sind trotzdem dran gekommen. Okay, und? Das Fahrwerk einfahren. Wir sind gestartet. Alter Schwede, das ist sehr groß, von links nach rechts, also von der linken Bildschirmhälfte bis zur rechten, von der linken Bildschirmseite bis zur rechten Bildschirmseite reicht der Tarnkappenbomber. Krass. So, hier nochmal aus dieser Cockpit-Perspektive. Sehr nett, sehr nett. Ja, die Frage ist natürlich, können wir damit auch landen? Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich würde sagen, wir fliegen mal zum Los Santos Airport und werden da mal um eine Flugerlaubnis bitten. Los Santos Flughafen, wir hätten gerne eine Flugerlaubnis für den B zum einen Tarnkappenbomber. Hier, Los Santos Flughafen, Landeerlaubnis erteilt. Ja, so ungefähr läuft das. Auch in der Realität eigentlich genauso sogar. Irgendwie komme ich mir gerade sehr langsam vor, oder? Okay. So, dass das. Ja, Waffen haben wir hier keine dran, offensichtlich. Ist halt, ja, eine Mod. Ein ziviler Tarnkappenbomber quasi. Die Mod eines zivilen Tarnkappenbombers, deswegen gibt es dann hier auch keine Raketen letztendlich dran. Ja, könnte man natürlich machen. Ich weiß nicht, ob das dann so schwer ist, aber gut, das wird wahrscheinlich die Mod ein bisschen erschweren. Man kann natürlich hierfür auch ein Flugzeug wieder ersetzen, aber ich habe das halt wie bei dem BMW i8 gemacht, dass ich dann die Datei zusätzlich noch hinzugefügt habe. Das heißt, ich habe jetzt kein Flugzeug dafür ersetzt, kann dieses hier immer nutzen und alle anderen Flugzeuge auch. Und das wird sich, glaube ich, in Zukunft dann auch durchsetzen, dass man halt keine Fahrzeuge ersetzen muss. Das ist ja blöd, weil bestimmte Fahrzeuge basieren halt immer auf denselben Fahrzeugen in GTA. Und dann kann man sich, ja, dann muss man immer überlegen, ja, nehme ich jetzt den, den oder den oder ersetze ich halt jetzt den, den oder den. Das ist ein bisschen blöd. Und dann hat man quasi alle Autos zur Verfügung. Finde ich sehr cool. Vor allem ist es dann halt auch nicht so, dass die ganzen Leute hier immer mit den gemoddeten Autos dann durch die Gegend fahren. Wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, ich als Beispiel, ich modde jetzt ein Smart zu einem Ferrari bla 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 um, dann
alle Leute, die dann mit dem Smart normalerweise fahren, haben dann einen Ferrari. Und das sieht ein bisschen seltsam aus, wenn alle 5 Minuten oder alle 2 Minuten ein Ferrari durch die Welt fährt. So, und bei diesen Add-on-Dingern, da haben die, glaube ich, keinen Zugriff dann drauf. Die, ja, die KI kann dann nicht damit durch die Welt fahren. Und das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut. Halt, so ein Tarnkappenbomber steht auch nicht hinten über, hinten auf dem Militärflughafen herum, wo ich gerade drüber geflogen bin. Das geht ja dann auch nicht. Oder ich habe ja auch den Panzer jetzt ersetzt für das Batmobil, glaube ich. Das könnte man halt dann auch so machen, dass man das Batmobil und einen Panzer hat. Das wäre auf jeden Fall für die Zukunft ganz cool. Habe ich allerdings jetzt auch erst einmal, oder beziehungsweise mit dem Tarnkappenbomber hier, mit dem B2, das zweite Mal gemacht. Aber ja, wenn es geht, werde ich das in Zukunft häufiger machen. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit. Und ich würde sagen, wir versuchen mal da hinten jetzt zu landen. Da hinten kommt der Flughafen von Los Santos gerade in Sichtweite. Flughafen Los Santos, wir hätten immer noch gerne eine Flugerlaubnis, beziehungsweise eine Landerlaubnis. Ja, Flugerlaubnis erteilt. Ja, wir fliegen ja sowieso schon. Nein, Landerlaubnis bitte erteilen. Ja, Landerlaubnis, ja. Ja, was denn jetzt? Ja, erteilt. Okay, danke. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ungefähr gerade auch landen, aber ich... Ja, gut. Da haben wir, glaube ich, relativ viel Platz. Wir nehmen die rechte Landestartbahn. So. Ach, guck mal, da vorne gehen dann auch noch so Dinge auf. Und hier die Landeklappen und alles Mögliche. Aber was sind das da vorne für Dinger? Das sieht ja auch cool aus. So, ich nehme mal den Schub raus. Wir sind eigentlich viel zu schnell. Ach so, doch keine Landerlaubnis. Das ist ja blöd. Schön, haben wir gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. So, mal gucken, wie lange wir jetzt hier noch überleben. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall der Tarnkappenbomber B2 oder Nostrop B2 Spirit. So. Dann nehmen wir das hier auch noch und gucken mal. Ach, sieht das nicht wunderbar aus? Schön, oder? Ein schönes Gefährt. Okay. So. Ich muss mal gerade ein Foto machen mit dem brennenden Auto da hinten. Ja, okay. Genug. Oh, fuck, daneben. So ein Mist. So, da hinten auch vielleicht nochmal Hallo sagen. Jawohl, das ist doch schön. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier überleben. Ich bin nicht unsterblich. War der gut? War der gut? Der war zu tief. Fuck. Das gibt's doch gar nicht, ey, Leute. Ey, was ist mit dem Hubschrauber los? Na gut, wir brauchen was anderes. Vielleicht hier. Wow, ich bin gleich schon tot. Okay, wir brauchen was anderes. Das ist, ungültig. Was ist denn ungültig? Hä? Na gut, dann nehmen wir den hier wieder. Jawohl, ich habe ihn kaputt gemacht. Und jetzt schnappen wir uns ein Auto und gucken mal, dass wir hier, ja, das ist gut, das ist gut. Dass wir hier abhauen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Energie ich gerade habe. Ja, okay. Das war auf jeden Fall eine neue Folge. Ich wollte euch den einfach mal zeigen. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, ja, in der nächsten Folge von GTA wieder. Hoffentlich. Bis dann. Tschüss.